Einen wunderschönen. Da bin ich schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Tutorial. Und zwar wollte ich mal schnell einen Trophäenguide für Konen machen. Ich muss mal schnell meinen Bildschirm mal umschwenken. Wie ihr in Konen, ich bin ja gerade drauf, wie ihr seht, ich denke mal, wir werden vielleicht eine halbe Stunde brauchen. In etwa. Pro, so über den Daumen gepeilt. Vielleicht schaffen wir es auch früher. Und da wollen wir Platin machen. Ich habe jetzt hier schon... Nee, falsch. Ich habe jetzt hier schon mal alle durchgetestet, ob das wirklich so funktioniert. Weil ich mache jetzt aus 3-4 Anleitungen, mache ich jetzt eine. Und ich habe hier heute eine geholt. Eine Trophäe fehlt mir noch. Da warte ich noch auf den Blue. Das machen wir dann zusammen online. Weil das ist die einzige, die ihr online machen müsst. Alle anderen könnt ihr offline machen. So. Ich habe das Spiel auch schon beendet. Wir werden jetzt mal den Benutzer wechseln. So. Hier dürfte ich jetzt für Konen keine Trophäen haben. Müssen wir kurz aktualisieren. Nicht, dass einer sagt, ja, du hast es ja schon geholt oder irgendwie oder irgendwas zusammengeschnitten oder so. So, starten wir mal Konen. Ich habe mir nur Stichpunkte gemacht. Diese Stichpunkte werde ich dann auch für euch in die Videobeschreibung machen. So, jetzt müsste man das hier sehen. Oder auch nicht. Was ist denn hier kein Konen mit bei? So. So, weg, weg. So, jetzt müsste aber die Trophäen hier mal erscheinen. Ja, jetzt ist es da. Und wie ihr seht, hier 0. Ich habe nicht eine einzige Trophäe. So, seht ihr das? Ja. Hier vorne sieht man es auch nochmal. Keine einzige Trophäe in Konen. Nicht eine einzige. So, wir fangen einfach mal in Online-Spiel, Einzelspieler, Koop. Wir machen Einzelspieler, wir machen Offline-Spielen. Also einfach Viereck drücken. Das können wir uns hier aussuchen. Wir machen einfach mal zivilisiert. Es ist ja eigentlich nur, um Trophäen zu holen. Ich hoffe, das Spiel ist jetzt nicht zu laut. Ich werde es euch mal noch ein Stück tiefer drehen hier. So. Wo habe ich meine Liste? Da habe ich meine Liste. Ich werde jetzt hier auch so gut wie nichts schneiden. Wir holen die Trophäen jetzt alle am Stück. Außer die letzte Trophäe. Da werde ich einen Cut machen logischerweise und dann hinten da dran schneiden, wie ich das mit dem Blue Online hole, weil der ladet es gerade runter und das dauert eine Weile bei ihm. Wir nehmen mal männlich. So, Volk, wir nehmen einfach mal ein Cimmeria. Komm. Cut me down, please. Na. Machen wir hier wie so ein Baywatch-Typen hier.
das können wir alles lassen. Das ist ja sowieso nur viel Trophäen. Aber wir wollen einen groß haben. Statur. Wieso kümmern die Ausstattung? Haben sie das jetzt weggemacht? Also man konnte eigentlich auch mal die Länge des Schwanzes einstellen. Oh, müsst ihr euch mal mein Dings angucken, mein angezockt. Da konnte man das machen. So, und jetzt holen wir uns mal die Liste. Wie gesagt, alles, was ich jetzt mache, das schreibe ich euch auch in die Videobeschreibung. Essen, trinken, klettern, rollen, treten, genau. Wir gehen jetzt erstmal in die Einstellungen. Und da müsst ihr, das ist ganz wichtig, bei Server, Doppelserver, allgemein. Und da müsst ihr euch zum Admin machen. So bekommt ihr jetzt das Admin-Menü. So, einmal eine Rolle. Treten. Achso, da war das. Treten. Dann müssen wir hier hochklettern. Müsste eigentlich auch reichen schon. So, dann können wir hier ins Admin-Menü. Dann machen wir einfach mal Essen, Trinken. Wenn Stufe aufgestiegen, müsste jetzt eigentlich eine Trophäe geben. So, Maximum Gesundheit. Und hier tragen wir uns jetzt einfach mal das Level ein, was wir haben wollen. Level 60. Anwenden. Und jetzt kommen erstmal die ganzen Levels. Es kann nur sein, dass es unregelmäßig kommt. Jetzt kommen sie hier gerade regelmäßig. Es kann nur sein 20, 50, 60, 10. So in der Reihenfolge. Das ist aber scheißegal, in welcher Reihenfolge das vorangeht. So, nochmal treten, wartet, eine Rolle. Achso, interagieren wartet ja auch noch. Dann machen wir mal den Gott-Modus für Sprint. So. Belastung. Und der ist halt immer noch dabei, das zu machen, jetzt wegen den Stufen. Und ihr könnt schon sehen, das ist jetzt nicht irgendwie ein Hack oder irgendein Scheiß oder so. Normalerweise ist das im Admin-Modus nicht möglich, wenn der Admin-Modus an ist. Ihr kennt es von anderen Spielen, dass man da Trophäen kriegt. Hier ist es wirklich so. Ihr seht, die sind hier wirklich freischalten worden. So. Dann machen wir mal weiter. Helm und Schwert. So, gehen wir mal hier rüber. Helm.
Wollen ja auch einen coolen Helm haben. Dann müssen wir ein Stück nach unten gehen. Ich habe bei meinem anderen schon eine coole Rüstung hier ausgesucht. Die farbigen Sachen können wir hier nicht nehmen. Gehörnter Helm. Nehmen wir mal den gehörnten Helm hier. Den brauchen wir jetzt einfach nur bestätigen mit Viereck. Mit X. Und dann haben wir den aufgesetzt. Der gibt jetzt ohne Trophäe. Eigentlich. Nehmen wir hier mal das Drachenschwert. So. Durch diese herrsche ich. So, dann nehmen wir dann da rein. Halt. Keine Ahnung, warum ich die jetzt nicht kriege, die Trophäe für den Helm. Ich mag das nicht, so nackig rumzurennen. Ja, lautlos. Da hatte ich nämlich eine coole Rüstung gefunden. Hier ist er doch. Und zwar das. Das müsste alles anhaben. So. Müssen wir jetzt hier nochmal da reingehen und den lautlosen Helm ihm anziehen. Ja. Dann können wir das andere alles wegklatschen. Das brauchen wir nicht. So. Da habe ich mir noch aufgeschrieben. So, dann würde ich sagen, machen wir mal die schwersten jetzt zuerst, die Bosse. Da gebe ich euch den Tipp, es ist nicht immer möglich, alle gleich mit einmal zu holen. Also ihr könnt halt mehrere Bosse mit einmal holen, aber ich empfehle euch, macht nicht zu viel, weil sonst gibt es da Probleme. Weil wenn der eine Boss den anderen Boss killt, kriegt ihr die Trophäe für den Boss nicht und dann wisst ihr nicht, welcher das war. Deswegen, ach, falsche. So, dann gehen wir hier auf NPC Spawn. Und da suchen wir, die Namen packe ich euch auch alle in die Videobeschreibung. FROST Frost. Und der Frost Gigant Boss. Den wollen wir haben. Na. Wir haben ja einen Gottmodus an, wir sind jetzt hier unverwundbar, aber ihr könnt jetzt hier zum Beispiel sagen, zack, tot, und dann ist der tot. Und dann gibt es da eine Trophäe. So. Welchen haben wir da? Ich muss mir das mal markieren, dass ich weiß, welchen King kommt als nächstes. King. Und da ist es Frost, nee, Kingbrush, also das ist der obere gleich. Der, dann kommt
S-E-W. S-E-W. E-R. So, da ist nur einer dann. So. Und killen. Da warten wir jetzt kurz ab. Sind zwei Trophäen, die jetzt gekommen sind. So, dann als nächstes. Kroko. Und da brauchen wir den Kroko Giant Drum. So. Wir können ja mal beide hierher holen, dann könnt ihr mal sehen, dass das da verschiedene sind. So. Und die löschen wir gleich mal ja Bäder aus. Das sind halt zwei verschiedene Größen. Aber ihr braucht halt nur den einen. Dann Kins. Kins. Ist auch nur einer. Ja, manchmal gibt es so ein bisschen Probleme. Ihr seht, ich kann den hier gerade nicht spawnen. Jetzt. Jetzt ist er da. Und der nächste ist Spider. So, Spider. Und da brauchen wir den Boss Spider Gigant. Das ist der hier. Aber wir können ja mal Skull hochholen. Können wir uns den mal angucken. Zack. So. Achso, jetzt. Achso, die sind jetzt da drin. Schade. Sonst hätte man die. Na egal. Admin-Menü. Und jetzt fehlt noch einer. Und zwar der untote Drache. An. Dead. Und hier Boss an der Drache. Zack. Den töten wir auch gleich. Ich habe hier auch irgendwie gerade meine Grafik verändert. Finde ich jetzt eher kacke. So. Dann zeige ich euch, dass wir die jetzt auch geholt haben. Und wir sind jetzt schon bei der Hälfte an Trophäen. So. Und hier unten haben wir dann die ganzen Gold und so. So schnell kann das gehen. So, dann. Moment, ich muss mal die Grafik hier ein bisschen, da muss ich denn doch mal cutten, sonst wird es zu lange. Steuerkreuz war es, okay, jetzt haben wir es. So, den Boss haben wir erledigt. So, war mit dem Steuerkreuz. Ich habe aber gleich nochmal nachgelesen, ich habe nämlich aus Versehen die falsche Datei geöffnet. Das ist mein erster Entwurf, was ich geöffnet habe. Ihr müsst nicht für die Trophäe, was ich gerade machen wollte, müsst ihr klettern, trinken, essen, das haben wir erledigt. Dann einen NPC töten, sich etwas anziehen, haben wir auch gemacht, ein Bett oder Bettroll benutzen, also wir machen nachher noch ein Bett, ein Werkzeug herstellen, das kommt auch automatisch gleich. Spur von intelligentem Leben finden, das machen wir gleich. Treten und ausweichen. Ja, das haben wir. Wir müssen aber erstmal ein Schwert reinmachen. So. Wir rennen jetzt hier einfach mal ein bisschen durch die Wüste hier noch am Anfang. Weil dann finden wir gleich intelligentes Leben, weil hier ja Menschen rumflitzen.
können es auch ganz einfach machen. Wir nehmen einfach das Admin-Menü und benutzen die Schnellreise. Ach Quatsch. Admin haben wir ja freischalten über die Karte. Und dann gehen wir hier hin. Warum dahin? Weil da habe ich mein eigentliches Lager auf meinem Hauptprofil und da weiß ich, dass da Menschen rumrennen und die haben da auch ein Lager. So. Das ist... Da vorne hätte ich mein Haus, was jetzt hier nicht da ist. Hier, ich habe mir nämlich mein Häuschen hier schön hier hingesetzt, wo es schön gemütlich ist, so schön Wasser und so. Und da sind NPCs. So, jetzt haben wir die ausgelöscht. So. Dann halt gehen wir mal an eine freie Stelle. Ich hatte mir aufgeschrieben, das war G5. G5. So, weil hier ist halt ziemlich viel Freifläche. Weil wir gleich ein bisschen was bauen werden. So, und hier ist alles schön frei. So. Achtet auch darauf, dass euer Rad hier leer ist. So, dann gehen wir erstmal ins Admin-Menü. Jetzt muss ich erstmal gucken. Bauen. So. Da brauchen wir jetzt erstmal Fundament. Fundament. So. Und dann hier oben, das erste müsst ihr nehmen. Und da dann am besten L2 gedrückt halten. Und dann stellt ihr hier ganz viel her. Dann brauchen wir noch... Weil dann können wir das nämlich gleich mit ihrem Abwasch erledigen. Brauchen wir noch ein Bett. Und dann war einfach das oberste, das ist ja scheißegal. Bett. Altar und Werkbank brauchen wir noch. Altar. Und da, upala. Dann nehmen wir den von Yummy. So, dann haben wir den Altar. Dann brauchen wir eine Werkbank und Rad des Schmerzes. Werk. Bank. Und da braucht er die für Rüstung. Also die obere hier. Die, ja. Verbesserte Werkbank halt. So, und dann brauchen wir noch Rad. Und dann nehmen wir dann einfaches Rad des Schmerzes. Haben wir jetzt drinnen. Jetzt gehen wir hier rauf und bauen uns hier erstmal was hin.
Und wir haben hier genug Steine, also können wir hier ordentlich bauen. Also mal gucken, reicht das jetzt? Nee, das reicht noch nicht. So groß braucht er das im Prinzip nicht machen, aber ich hatte bei mir, bei meinem ersten Safe-Game, hatte ich mit dem Rad des Schmerzens ein bisschen Probleme, dass der das nicht alles gleich gemacht hat. So, und dann brauchen wir hier noch ein Bett hinsetzen. Das können wir hier ein bisschen drehen. Zack, platzieren. Und dann benutzen wir das Bett auch. Muss mal kurz warten. So. Hat er gemacht. So, dann brauchen wir einen Altar. Oh, da gehen wir dann auch ran und benutzen das. Ihr habt auch schon wieder die nächste Trophäe. So. Dann brauchen wir die Werkbank. Ah, scheiße, er zeigt das falsch hingestellt. Na egal. Steht sie halt da. So, Rad des Schmerzes. Haben wir auch. Achso, ich habe noch was vergessen. Eine Schmiede brauchen wir noch. Werkbank, Ratteschmerz. Da haben wir doch Werkbank des Schmieds, brauchen wir nämlich auch noch. So, die können wir uns dann ganz bequem hierher setzen. Zack. So. Und jetzt, in vielen Anleitungen steht jetzt was anderes drin. Ich zeige euch das jetzt erstmal. Wir gehen jetzt erstmal und nehmen das hier alles erstmal raus. Zack. So, dann gehen wir auf Werkbank. Ich muss nämlich noch die Schmiedewerkbank dazu schreiben. Das habe ich nämlich hier vergessen drin zu schreiben. So. Und jetzt müsst ihr hier Leder eingeben. Leder. Und da bekommt ihr die Lederfesseln. Die packt ihr euch einfach mal ein paar Mal ein. Zur Sicherheit, falls was verloren geht. Dann, ihr habt den Gott-Modus an, gebt ihr bei NPC, gebt ihr hier 4 ein. Und da braucht ihr, ich hab das euch auch aufgeschrieben. Ich bringe die nämlich auch immer wieder durcheinander. Black Hand
Capture. So. Blackhand Capture. Das haben wir. Capture 4. Genau. Den brauchen wir einmal so. Und dann geht ihr raus und hier unten einmal einen Haken rauf. Und dann macht ihr das gleiche nochmal. Da spart ihr euch die ganze Scheiße mit am Rad an. Den müssen wir am Rad anbinden, aber dass man den loyal macht und die ganze Scheiße. So, und dann geht ihr wieder hier auf den rauf. Zack. Und jetzt ist er. Wartet, falsche Taste. Jetzt ist der hier unten drinne. Da. So, dann geht ihr auf Einstellungen. Server-Einstellungen. EP und macht eure EP halt runter. Ich habe jetzt auch keine Keule hier drin. Normalerweise macht man es mit einer Keule. Wo ist denn der? Ist hier weggerannt. Ich glaube, mir hakt es. Zimmermann. Das ist ein Zimmermann. Brauchen wir nicht. Also Zimmermann ist für uns unwichtig. Ich gehe mal wieder zurück. Nochmal. Blackhand. Doch, das sind die. So, den. Wieder ein Zimmermann. Ist falsch. Habe ich mir da was Falsches aufgeschrieben? Oder bin ich nur blöd? Voilà, 4. Nee, das ist alles nicht. Cimmeria, das ist es doch. Achso, der ist es. Und jetzt Schmied, genau. Und der hat eigentlich einen blauen Balken oben drüber. Warum der jetzt keinen blauen Balken hat, weiß ich nicht. Schon tot? Nee. Doch, plündern. Wie bescheuert. Vorhin hat er alle super funktioniert. Weil wir brauchen unbedingt einen Schmied. Ich mache erst.
erstmal eine Keule. Einmal eine normale, eine Steinkeule. Ich bin zu weit raus. So, nehmen wir die Keule. Weil normalerweise hat ein Schmied oben drüber einen blauen Balken. So. Und so habe ich vorhin auch meinen Schmied gerufen. Ich habe hier 4 eingegeben, habe mir das extra noch aufgeschrieben für euch. Blackhand. Hoppala. Blackhand. Carpenter. Hier. Unterstrich 4, Unterstrich Cimmerian. Der hier. Kann ich hier auch. Hier habe ich aber gar nichts eingestellt. Dass man sagen kann, hier, das ist. So, den stellen wir her. Zimmermann. Aber jetzt hat er einen blauen Balken. Das ist schon mal gut. Aber bestimmt wegen der Waffe. Und das dauert auch eine ganze Weile, wie ihr seht. Weil ich habe die Kraft ja runtergestellt. Aber vorhin hat es halt auch mit dem Schwert geklappt. Ich habe runtergestellt die Stärke und habe den mit dem Schwert ein paar Mal bearbeitet. Dann mit der Keule drauf und dann war. Oder mit der Hände drauf und dann hat er da gelegen. So. Jetzt können wir uns das nehmen. Jetzt können wir uns den hier anbinden. Und daran. So, und jetzt gibt schon wieder eine Trophäe. Und normalerweise müsst ihr den jetzt. Mit Brei. Das steht in den allen Anleitungen immer mit Brei da. Das ist aber. Scheiße, hier habe ich es aus der Anleitung schon gelöscht. Das ist was anderes. Das ist Haferschleim, irgendein Scheiß. Aber brauchen wir nicht. Wir können auch hier gleich rangehen. Achso, warte, dann brauche ich noch Silberbahn. Einstellungen. Ne, nicht Einstellungen. Admin. Nee, Eisen war das, glaube ich, oder? Eisen. Ich glaube, Silber war auch mit bei. Und wir brauchen auch noch einen Ast. Ablegen. Die brauchen wir auch nicht. Ich habe viel zu viel drin. So, und dann können wir hier nämlich, wenn wir den mit R2 da reingepackt haben, so, da ist er schon, dann können wir auch hier sagen,
was wir alles drin haben wollen. Und zwar das, was wir alles da reingepackt haben. So. Und dann gucken wir mal beim Herstellen. So, hier können wir dann was herstellen, aber die meisten Sachen haben wir halt nicht vorrätig. Hier haben wir was. Und wir müssen hier was mit makellos herstellen oder hervorragend. Wir nehmen uns was Einfaches hier. Streitkolben, genau. Stahl. Da brauchen wir Stahl. Ach, nicht, ist da nicht. So. Die sind auch gleich da, die Sachen. Die können wir dann hier nämlich gleich reinpacken. So. Hier zum Beispiel Äste. Müssen wir das alles erstmal aufwerten, was wir hier herstellen können. So. Ihr seht, hier kann man echt viel herstellen. So. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt die Axt, müssen wir herstellen. Da brauchen wir 5 Steine und 5 Äste. Das habe ich mir auch schon aufgeschrieben gehabt. So. Ach, macht denn der das nicht? Drei, vier, fünf. Wir können ja auch mal ein paar mehr dazu packen. Wir können sie ja jederzeit wieder wegpacken. So, Ast brauchen wir auch noch. So. Dann können wir hier raus. Zack. Und dann haben wir hier eine Axt hergestellt. Da gibt es auch gleich wieder eine Trophäe.
Und das, ihr seht, das können wir jetzt hier alles herstellen. Oh, das nervt mich mit dem Licht hier. Admin-Menü. So, und dann gehen wir jetzt hierher. Erfordert Wissenschaft. So, ihr seht, das kann ich jetzt alles herstellen, was grün ist. Normalerweise müsste der dann das ja freischalten, wenn ich hier ein paar Schwerter dazu füge. So. Immer noch nicht. Doch so hoch reichen, oder? Falsche Schwimmhorn.
Ach Mensch. Ach, Scheiße. Vergessen anzuschalten. Moment. Ja, ich habe hier gerade Lungtrunk-Trophäe gekriegt. Ich wollte gerade noch mal was nachlesen. Mitteilung. Nicht, dass da was entgeht. Und zwar diese hier. Da seht ihr, ich war gerade im Menü, was nachzulesen. Ich habe ein außergewöhnliches Objekt hergestellt. Also es ist hergestellt. Ich habe hier einfach angeklickt. Oder hier, wartet mal, wo haben wir das denn? Hier. Ich weiß nicht, wo jetzt hier gerade der Problem ist. Ihr seht, es ist hier alles... Na. Es ist alles grau, aber ich habe ein außergewöhnliches hergestellt. Müssen wir mal gucken, wo ist das hier? Können wir hier das alles wegmachen? Die Typen können wir hier auch wegmachen. Also ich weiß nicht, was ich jetzt hergestellt habe, was hier, weil es ist auch nicht im Inventar drin, ne? Ja. Großschwert.
Eisenkeule. Ich hab, also es ist hier auch nichts aufgetaucht, dass ich irgendwas hergestellt habe. Aber vielleicht habe ich hier gerade nur einen kleinen Bug, das kann auch sein. Weil bei mir, Anzeigen, bei mir war es so, im normalen Spielstand, also meinem ersten Spielstand, da habe ich die Schmiede gemacht und dann konnte ich gleich Sachen herstellen. Und hier seht ihr, ich habe da oben das angeklickt, makellosen, steinernen, was? Stählernen Streitkolben. Ja? Aber es ist nichts passiert, aber auf einmal kam die Trophäe. Ja? Aber hier taucht es halt auch nicht auf. Und ich kann es euch echt bei bestem Willen jetzt nicht erklären, warum das hier gerade nicht so funktioniert. Normalerweise müsst ihr hier am... Ach, meine Fresse, das nervt mich hier. Einstellungen. Ich habe eine Idee. Mittag. So. Ich muss mir dann nochmal angucken, was hier drin ist. Da. Können ja noch mal einfach hier eine Schmiede machen. Ich will euch das wenigstens zeigen. Mich nervt das, dass ich euch das nicht zeigen kann. Ja, wir nehmen die Schmiede. So. Und das stellen wir jetzt hier wieder... So hin, dann gehen wir noch mal auf Admin-Menü, weil normalerweise müsst ihr die Typen extra ausbilden, also die müssen eure Leibeigenen werden und das ist natürlich ein bisschen doof. So, 4, ich nehme jetzt einfach mal hier den. Ich nehme hier einfach mal oben lang weg, damit wir hier ein paar weil normalerweise so wie ich euch das in der Videobeschreibung schreibe. So. Da. Der kann Bögen herstellen. Schild und Schwert, weil ich hatte bei meinem Profil auch nur so einen Schmied drin und der hat es hergestellt. Wir können ja mal hier so einen Bogentypen reinsetzen. Halt. Geht nicht. Okay. So, wenn wir jetzt hier den anklicken. Und wir sagen, wir wollen jetzt hier einfach eine... Also normalerweise war das immer farbig.
in meinem anderen Profil und dann stand da halt nur, ich kann es nicht herstellen, weil ich die entsprechenden Gegenstände nicht habe. Ich weiß jetzt nicht, wo jetzt hier das Problem ist. Also, da bin ich jetzt auch gerade komplett überfragt. Weil ich habe das andere jetzt auch schon eine Weile gespielt vorhin. Kann nur sein, dass ich jetzt gerade nur so einen Denkfehler drin habe. So, und ihr seht, wir sind schon fast eigentlich fertig mit Platin. So. Na, komm her. So. Ich muss mir das jetzt nur noch mal aufrufen, damit ich weiß, wo wir hin mussten. Dann geht ihr hier auf Karte und hier oben bei F8, da seht ihr zwei so eine fetten Punkte und dann in der Mitte das Ding. Da teleportiert ihr euch einfach mal hin mit Dreieck, weil ihr ja das Admin-Menü habt. Da können wir jetzt zwei Trophäen mit ihm mal holen, wenn es klappt. Jetzt müssen wir nur gucken, hier unten ist die Brücke, genau. Eigentlich gibt es jetzt eine Trophäe. Ah, das ist die erste. Und das ist die zweite. So, dann zu F12. Warte mal, wir müssen erstmal wieder gucken, wo hier F ist. F ist hier. So, F12. Achso, das war denn hier. Da müssen wir jetzt den Vulkan ein Stück hochlaufen. Da den Baum lang hoch. Und dann müssen wir hier einfach nur ein bisschen langlaufen. Aber mit der Schmiede, das nervt mich echt unheimlich, warum das nicht klappt. Ich habe es genau so in meinem anderen Profil auch gemacht. Und dann, jetzt kam die Trophäe, dass ich so eine Waffe hergestellt habe. Aber die ist nicht im Inventar aufgetaucht. Ihr habt sie ja gesehen. Ich wollte gerade noch mal nachlesen, woran das liegen kann bei mir. Ob ich vielleicht irgendwo was vergessen habe. Ich habe mir hier ein paar Sachen aufgeschrieben. Und da haben wir schon die nächste Trophäe. Halt. Ich gehe immer falsch, ey. Und dann war es F15. Das ist hier. Da geht ihr am besten hier so in etwa bei der 4, was hier so aussieht wie eine 4. Ja, dabei hier so. Das dauert auch ein bisschen was länger, also habt da ein bisschen Geduld. Ja, ihr seht ja, ihr habt den Gottmodus an und ihr müsst jetzt hier einfach hochklettern. Klettern, 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 klettern. Kann eine Weile dauern. Und Gottmodus ist ja an, also von daher passiert uns nicht viel. Also eigentlich ja nicht. Ich weiß auch nicht, wie lange das so noch geht, bis Sony oder die Entwickler das fixen. Oder vielleicht lassen sie der drinne und sagen, Mensch,
So könnt ihr Platin, was weiß ich, was das Spiel jetzt gerade kostet. Ich hab's für PlayStation Plus ja, aber ich hab's ja davor schon mal gehabt. Und was der aktuelle Preis ist, weiß ich nicht. Kann ja sein, dass sie sagen, hier, kaufst du für 15 Euro, kriegst du eine Platin-Trophäe. Hast du hier eine halbe Stunde, hast du was gemacht. Also wie gesagt, nicht wundern, es dauert ein bisschen was. Wir müssen hier ein ganzes Ende hochklettern. Ich kann euch ja wird schon mal zeigen, wie weit wir jetzt sind. So, wir sind bei 81%. Wie ihr seht, es fehlt wirklich nur das und Töten mit auf dem Kopf stehen. Sonst haben wir hier alle Trophäen gesammelt. Platin kommt ja automatisch, denn wir machen jetzt die und dann haben wir, dann brauchen wir halt nur noch den Blue für den Online-Modus. Das werde ich aber mit meinem Hauptprofil machen. Und dann hat man da Platin. Ich bin jetzt mit meinem Nebenprofil online, weil, also im Spiel, weil ihr habt ja gesehen, dass ich im Hauptprofil schon die Trophäen alle habe. Weil ich habe es einmal schon komplett durchgespielt. Also zweimal, mit zwei Profilen besser gesagt. Mit einem anderen Profil auch. Aber da habe ich nicht alle Trophäen gemacht. Nur so ein bisschen getestet. Und dann habe ich halt im Hauptprofil einmal komplett alles durch, außer mit auf dem Kopf stehen. Damit ich hier so ein Fail, wie mir jetzt hier passiert ist, eigentlich nicht erlebe. Also nur nicht wundern, wenn ihr mal hier im Berg drin seid oder ein Stück ab vom Berg seid. Ja, das ist ganz normal. Weil normalerweise könnt ihr hier ja nicht klettern. Ah. Ich habe gedacht, ich kann hier vielleicht ein bisschen laufen, aber nee. Wo war denn das? Da ist dieses Ding. Wenn wir hier jetzt so ein Stück hochklettern, müssten wir gleich auch auf der linken Seite so ein Hängebogen-Ding irgendwie so in der Art sehen. Und dann ist es noch ein Stück weit. Da ist es. Ich will jetzt hier aber auch nicht unbedingt was wegschneiden. Die meisten von euch haben ja sowieso den Anfang sowieso schon gespielt. Vielleicht habe ich auch irgendwo am Anfang nur einen Fehler drin gehabt mit was beim Herstellen, dass ich mir das nicht angezeigt wurde. Aber warum habe ich sie denn gekriegt und habe ich gar nichts hergestellt? Und die Trophäe ist nicht zu machen, wenn ihr einfach über das Admin-Menü irgendeine Waffe herstellt. Das funktioniert nicht. Dann wird ja noch einfacher. Nein, der Schmied muss das herstellen. Also muss der Schmied ja was hergestellt haben. Ich denke mal, ich habe da nur einen kleinen Bug. Also einige Trophäen, ich habe auch nachgelesen, einige Trophäen sollen auch bei der PlayStation sehr verbuggt sein.
dass einige Sachen hier nicht gleich hinhauen. So, da ist es. Das. Ich will jetzt auch nicht einfach aufhören und sagen, ja, klettert einfach weiter und dann kriegt er die Trophäe. Ich will schon, dass ihr dabei seid. Ach, Blue Hunter hat geschrieben, ist fertig. Geile Sache, ich bin auch gleich so weit, ich hole gerade die letzte Trophäe. Müssen wir jetzt eigentlich, ich sehe gerade gar nicht durch, wo wir sind. Boah, ich muss hier erstmal. So. Alter. Was macht er denn? Ich habe nicht gedrückt, dass er loslassen soll. Hier ist gerade ein Bug drin, ne? Ich mache jetzt einfach mal hier nochmal hinspringen. Also wie gesagt, ich habe eigentlich ein Stück weit oben drüber und dann... So, da, seht ihr das? Da könnt ihr das ja sehen, hier die Lava. Können ja mal versuchen, darauf zu kommen. Vielleicht gibt es ja hier schon, wenn wir jetzt hier einfach mal hier oben hochkommen. Aber wie gesagt, ich bin da irgendwo gestartet und da oben hochgeklettert. Also das ist... Ich
Ich kann es euch nochmal zeigen. Das ist die Trophäe mit irgendwas mit verbrannt. Land verbrannt. Land verbrannt. Na, wie so was. Schatten im Mondlicht, genau. Den Himmel über dem Land der Verbrannten erreichen. Und der Himmel ist da. Also ich konnte, wo ich das erste Mal das, also mit meinem Hauptprofil gemacht hat, konnte ich hier gar nicht rennen. Ich bin einfach die ganze Zeit geklettert. Oh. Ist halt auch mal scheiße zu sagen, G15, G3 oder was weiß ich. Und dann damit wirklich genau zu zielen. Damit es dann halt auch so ist, wie es sein soll. Wie gesagt, ich hab's schon einmal die Trophäe und jetzt beim zweiten Mal stellt sich's ein bisschen bescheuert an. Wir sind schon ziemlich hoch, also sieht hier schon mal ziemlich gut aus. Der sagt doch gerade, dass es heiß ist. Heiß, heißer am heißesten. Ich frage mich auch, wie du hier ohne Gottmodus eigentlich hier hochkommen willst. Gehen wir mal hier die Lava lang. Vielleicht haben wir da mehr Chancen. Also so lange habe ich beim letzten Mal nicht gebraucht. In meinem Hauptprofil, weil da habe ich schon lange gebraucht. Hochklettern, hochklettern, hochklettern. Aber nicht so lange wie jetzt. Ich kann das jetzt auch nicht beeinflussen, damit er hier irgendwie schneller klettert oder irgendwas dergleichen. Ich habe ja auch nichts mehr drin. Wartet mal, wir werden mal. So, Inventar leer. Ich habe nur mein Inventar mit 19% gefüllt. Halt, halt, atmen, erstmal noch was trinken, was essen. So. Ist ja auch noch die Frage, wo fängt Himmel an? Aber das sieht doch schon mal ganz gut aus, dass wir hier schon ziemlich hoch sind. Auch mit dem Abrutschen hatte ich nicht bei meinem Hauptprofil, bei meinem deutschen Account. Da ist er dann halt im Berg weiter hochgeklettert. Und also ich war teilweise im Berg und am Berg und sah auch teilweise aus, als wenn ich so ein Stück weg bin vom Berg. So wie so in etwa, aber noch weiter. Also ich brauchte nicht bis zur Spitze. Das kann ich euch sagen, aber so wie es aussieht, muss ich jetzt hier bis zur Spitze.
Ach, jetzt bin ich hier wieder im Berg. Jetzt seht ihr das? Jetzt konnte ich hier ein Stück rennen. Ich bin mal gespannt. Ihr seht, jetzt bin ich schon teilweise im Berg. Okay, er geht außen lang. Okay. Wir sind ja gleich oben, also. Oder, ach, da ist er. Seht ihr das? Schatten im Mondlicht. Jetzt können wir die paar Meter nach oben ohne rennen. Klettern. Dann haben wir das nämlich hoch. Scheißegal. So. Hoppala. Wir sind bei 90%. Uns fehlt noch eine einzige Trophäe. Und Platin kommt automatisch. Und die holen wir uns jetzt gleich. Haben wir dann schließen? Yep. Da werden wir nämlich jetzt mein das Konto wechseln. Mensch, wo war das? Boah. Benutzer wechseln. So. Und dann mache ich hier mal einen Cut. Ich bereite jetzt alles vor. Ich muss ja PlayStation Party anmachen und so für Blue. Und dann würde ich sagen, bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Der Blue hat das jetzt installiert. Wir haben jetzt gerade schon in meinem Hauptprofil das gemacht und da ging das schneller, als ich gedacht habe und da habe ich vergessen, Aufnahme zu drücken. Deswegen machen wir das jetzt hier einfach nochmal. Blue, sag mal hallo. Jo, moin moin. So, und ihr braucht doch gar nicht auf Online-Spielen oder so gehen. Ihr geht einfach hier auf Einzelspieler-Koop rauf. Dann geht ihr auf Weiter, also ihr könnt euren Spielstand sogar weiterspielen. Dann müsst ihr X drücken für Koop aktivieren. Ihr müsst nur aufpassen bei den Serveroptionen, dass PvP aktiviert ist. Also dass man sich gegenseitig killen kann. Wenn das nicht aktiviert ist, geht das nicht. Dann könnt ihr euch da beladen, wie ihr wollt, aber der geht dann nie tot. Er kann euch Huckepack schleppen, aber mehr auch nicht. Und die Trophäe holen wir gleich mit, hole ich den gleich nach der Aufnahme mit dem Blue denn nochmal für den Blue. Und dann kann der sich die anderen Trophäen heute auch noch alle holen. Ruckzuck, bum bum, hat Blue eine neue Platin. Deine 50., 60., 70., wie vierte? Das müsste hier schon. Dann wäre das die 103. 100, oh, ja, 103. Bei mir gerade mal die 31. Blue hat auch eine Weile, der spielt Spiele auf Platin, das ist, keine Ahnung, pure Langeweile bei ihm. Nö, das würde ich nicht sagen. Na, ich war am überlegen, ob ich über Dead vielleicht als nächstes Platin mache. So, wir sind jetzt hier. Wir müssen jetzt erstmal hier Karte. Wir wollen ja jetzt hier zu unserem Lager zurück. Wo haben wir denn unser Lager gemacht? Irgendwo hier eine Wüste. Da, hier ist unser Lager. Da reisen wir jetzt einfach mal hin. Achso, wir müssen Admin erstmal wieder aktivieren. Einstellungen. So, Admin aktivieren. Und dann hier unten der Haken bei PvP aktiv. Der muss aktiv sein, sonst klappt das nicht. So, dann Karte, dann müssen wir erstmal Lager suchen. Wo haben wir das Lager wieder? Da unten ist das Lager. Achso, jetzt kann ich den, müssen wir kurz warten, bis wir geladen haben. Dann kann ich den Blue auch gleich einladen. So, und dann geht ihr hier auf Freund einladen. Meine Freundesliste auf dem Profil ist jetzt hier etwas
bescheiden. Und den laden wir jetzt ein. Den Blue haben wir jetzt eingeladen. Dann gehe ich hier einfach mal auf die Schmiede hier oben rauf. So. Gleich taucht der Blue hier irgendwo auf. Ja, es lädt noch. Es lädt noch? Du musst bald etwas trinken, sagt er mir. So, jetzt musst du hier nach unten gehen, Blue. Dass ich auf deinen Kopf springen kann. Hoppala. Ja, haut wieder nicht hin, dass ich wieder herstellen kann. Blue hat sich wieder mal eine Frau gemacht, das war so klar. So. Und hier. Warte mal, gehen wir hier am besten hier bei der Werkbank hin. So. Na. So, genau. Und jetzt gehen wir einfach ganz normal wieder ins Admin-Menü. Gehen hier drüben und geben Fundament ein, weil das schön schwer ist. Gebäude. Und dann gehen wir hier auf Fundament. Halten jetzt die L2-Taste gedrückt und drücken X, weil dann macht er immer die maximale Anzahl. Und Blue ist tot. Und da ist die goldene Trophäe. Und da ist die Platin-Trophäe. So. Dann hoffe ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Ich werde das Video jetzt gleich schneiden und mit Blue in der Zeit dann auch noch für ihn die Trophäen machen. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Wie ihr seht, hier ist immer noch nichts bei der Schmiede. Ich habe aber eine Idee gehabt, was das vielleicht sein könnte. Das können wir jetzt noch schnell mal testen. Wir haben hier die ganzen Schwerter, die wir uns zuschustern können. Und dann haben wir ja hier noch diese blauen und lilanen Schwerter. Vielleicht sind es ja Fähigkeiten. So. Ne, sind es nicht. Und ihr seht. Hier, seht ihr, ich kann hier nichts herstellen. Und ich habe die Trophäe trotzdem bekommen. Ich weiß nicht, wo hier das Problem ist. Ich kann es euch bei bestem Willen nicht erklären. Ich habe vorhin einfach nur oben hier getestet. Und dann bin ich hier runter und. Ah, hier. Jetzt werden mir hier auch andere Sachen angezeigt, okay. Und hab dann hier irgendeine Axt genommen und hab die hergestellt, aber das sollte eigentlich nicht klappen. Weil es sollte nur klappen, wenn hier makellos oder noch irgendwas anderes, spezial oder makellos auftaucht. Das muss man herstellen, dann kriegt man diese Trophäe, aber egal. So, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ich euch helfen konnte, ein Däumchen wäre ab, Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Viel Spaß mit eurer neuen Platin, wenn ihr das jetzt habt, die erste Platin. Viel Erfolg bei der ersten Platin. Bis zum nächsten Video würde ich euch wünschen. Ich verquatsch mich heute schon, ist schon spät. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch alle Gute. Haut da rein, ahoi, sagt euer Odin. Du sag auch noch Tschüss. Tschüss.